Hallo zusammen, es ist, was haben wir denn heute? Den 24. Mai 1758. Es geht hier ums Gold. Es ist also Dienstag. Ich hatte letzte Woche eine Goldposition eröffnet und ich wollte die kurz mit euch durchgehen, um euch da auf dem Laufenden zu halten, was da passiert. Die Idee war, dass wir diesen Trend hier rausnehmen. Ich habe dann einen Film gemacht, da habe ich raufgeschrieben als Headline, Gold kommt in die Zielzone. Mir ging es um die 1812. Das war hier. Da habe ich was gekauft und dann ging es am nächsten Tag nochmal deutlicher runter. Und ich habe diesen Schein hier genannt, die TT66BY. Der hat also heute eine Basis von 1714,89. Das war ein Strike oder vielmehr K.O. Der war hier unten unter diesem Doppelboden. Einmal, zweimal. Ich habe ihn extra nicht so nah rangelegt. Der hat einen Hebel von 11, der Hebel ist jetzt ein bisschen geringer, aber das Gold macht gerade eine schöne Reise. Ich gehe wieder auf das Blatt zurück, ich habe dann auch genannt, dass ich am 13.5., 16.5. jeweils 100 Stück gekauft habe. Diese 100 Stück entsprechen nicht meiner Position. Ich habe das extra so gemacht, dass ihr das für euch einfach umrechnen kann, dass das ganze Ding fungibel ist. Ob ihr hier nur 50 kauft oder von mir aus 1000 oder 10.000, das ist mir völlig wurscht. Das waren die Preise. Und so habe ich die gekauft, so, das war der Einstandskurs von 8,61. Jetzt ist es so, gerade eben steigt diese Option auf 14,45. Ich habe es, als das hier vorbereitet habe, auf 14,35 gerechnet. Ich habe auch gesagt, dass ich noch weiter bereit bin, außer der 17,92 bei 17,72 und bei 17,52 zu kaufen. Die Dinger, die schmeiße ich raus. Die machen keinen Taub mehr. Jetzt habe ich leider nur die Hälfte meiner originär angedachten Position. Jetzt ist einfach die Frage, was mache ich damit? Das hier kostet 950 Euro, das kostet 765 Euro oder 760 Euro. Da sind wir also ganz grob bei 1700 Euro Einsatz. Und das ist der momentan der fiktive Profit, der Buchgewinn. 14,35, gerade eben, ja, 14,40, das passt. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man mit so einer Position? Weil ich finde es recht wichtig, weil wenn ich sie schon angefangen habe, dann soll ich sie auch zu Ende führen, finde ich. Ich sehe das zwar nicht als meine Aufgabe, insgesamt die anderen Positionen zu kommentieren, aber ich habe gelesen, Zielzone erreicht, ich habe gekauft oder jetzt mal rein. Das habe ich also in diversen verschiedenen Foren, habe ich das genannt und da wurde das dann so geschrieben. Wir haben von dieser Bewegung hier, von rund 2000 runter bis zu 1787, haben wir das 38er Retracement gerade eben erreicht. Wir sind minimal drüber. Das ist eine schöne Bewegung. Ja? Also 1787 hoch bis zu 1800, wo ist es im Moment? 1869. Ja, das ist nicht schlecht fürs Gold. Ihr habt ja eben gesehen, was da für eine Zahl rauskommt. Deswegen, jetzt ist die Frage: Man kann entweder alles verkaufen, sagen, hurra, ich habe einen Gewinn, fein, ja, überhaupt keine Frage. Man kann sagen, ich gebe die Hälfte. Man kann sagen, ich gebe gar nichts, lass es laufen. Also, wenn ich eins weiß aus den Märkten, in denen wir uns momentan befinden, das ist kein Buy-and-Hold-Markt im Moment. So nach dem Motto: Oh ja, ich habe das jetzt hier gekauft, ich habe es gut erwischt und das geht jetzt auf jeden Fall auf 2000 hoch. Das kann ich nicht beurteilen, sehe ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Was ich jetzt machen werde, von diesen eben gezeigten, wo sind sie? Hier sind sie nochmal, 200 Stück. Ja, also hier in diesem Beispiel werde ich ein Drittel geben. Ja, ich werde so ganz grob 70 Stück verkaufen, jetzt und hier. Wir sind auch über die 20-Tage-Linie drüber. Wir sind positiv im MACD. Wir sind weiter positiv über den Oszillator. Ich gehe schon davon aus, dass wir uns sogar noch hier die 18,92 schnappen. Das ist ja nicht mehr viel. Ja, das sind 22, ja, ziemlich genau, wo sind wir jetzt? Ja, das sind genau 22 Punkte. Viel ist es nicht. Ich würde es mir aber nie verzeihen, wenn das Ding jetzt hier oben an dem 38er Retracement, sagen wir mal, an Fahrt verliert und dann darunter geht. Das fände ich mega doof. Das heißt, ich werde jetzt hier ein Drittel verkaufen zu diesen Kursen von 14,40 und dann lege ich einen Stopp folgendermaßen. Weitere 70 Stück unter diese Tageskerze von heute, das ist bei 1850, da gehe ich noch ein bisschen runter, 1845.
Da werde ich einen Stopp hinlegen. Und den nächsten Stopp hier bei 1822. Das ist damit 10 Punkte, nein, sogar 20 Punkte über meinem Einstand. Das heißt, ich habe, wenn ich über Nacht irgendwas Wildes passiert, auf jeden Fall einen Gewinn. Von der Psychologie her. Angenommen, ich verkaufe jetzt alles und es steigt hoch, neigt man dazu, sich zu ärgern. Also das habe ich mir, ich glaube, 1989 abgewöhnt, das darf man nicht machen. Wer das macht, der wird nie glücklich an der Börse. Ja, wenn er also hier was verkauft und steigt dann hoch und dann hätte ich doch, wenn ich doch und und. Das funktioniert nicht. Ja, da werdet ihr nie glücklich. Man kann auch die Hälfte geben. Das ist in Ordnung. Ich finde, man sollte einen Teil geben, weil das beruhigt einen irgendwie mental. Deswegen gebe ich also jetzt hier ein Drittel, jetzt hier um diesen Prozentsatz hier irgendwo rum, um diesen Kurs hier rum und werde dementsprechend Stop-Limit noch einlegen, sodass ich auf jeden Fall A, ruhig schlafen kann und B, aber weiter dabei sind, wenn es weiter hochgeht. Und wenn es runtergehen sollte. Und jedes Gutes, wenn ihr mal irgendwann ein Webinar oder Seminar von mir besucht, dann bekommt ihr folgenden Spruch zu hören: Jedes Gut, dem ein Preis unterliegt, sei es das Gold, sei es Aktien, seien es Indizes, seien es alte Rotweine, Immobilien oder Dalmatiner Hundewelpen. Die atmen. Dieser Preis unterliegt einer Schwankung. Er atmet. Deswegen, das möchte ich aber schon gerne machen. Ich werde also hier ein Drittel verkaufen. Nehme aber auf jeden Fall hier Stops mit rein. Bei etwas hier 18,45. Das wären dann nämlich auch schon wieder 43 Punkte. Das ist auch in Ordnung fürs nächste Drittel. Und das letzte Drittel bei 1800, das ist wie gesagt 20 und 22 ungefähr. Dann ist es gut. Wenn wir da hier runtergehen sollten, überlege ich mir sogar im Bereich 1800 das wieder neu zu kaufen. Aber im Moment muss ich einfach mal, es ist kein Buy-and-Hold-Markt, es ist kein, ich kaufe jetzt hier und es geht da hoch. Die Märkte sind insgesamt extrem nervös, egal ob es Gold ist oder DAX oder Nasdaq oder what the fuck ever. Die sind nervös. Ja, und deswegen finde ich, das war eine schöne Bewegung, die haben mitgemacht. Folgt dem Beispiel oder nicht, ich zeige euch nur, wie ich es mache. Und wie gesagt, das soll jetzt hier keine Gewohnheit werden, dass ich hier Positionen zeige und dann, wie ich sie weiter handle. Das ist mehr oder weniger das letzte Mal, dass ich das mache, weil das sehe ich nicht als meine Aufgabe. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.